Ob der seit neuestem so deutschtümelnde Rüdi seine Tochter heute noch einmal Nadeschdin nennen würde, wage ich zu bezweifeln. Nadeschdin ist zu Besuch. Sie ist fast gleich alt wie unsere Zwillinge, sodass die drei sich doch eigentlich prima verstehen und miteinander spielen müssten. Doch leider ist dem nicht so. Sie haben sich schlicht und ergreifend nichts zu sagen. Ich bin der Sitter, ich passe 2 Stunden auf die Kindchen auf, ehe Gisa von der Schule nach Hause kommt. Franziska ist in der Musikschule, Rüdi weiß der Geier wo und ich bin eben zu Hause. Alle 3 Minuten kommt die kleine Nadeschdin, die weder etwas für ihren Vornamen noch für ihren Vater kann, mit einem neuen Buch zu mir gedappelt und bittet mich, es vorgelesen zu bekommen. Das geht seit einer Stunde so. Immer wieder versuche ich, sie vorsichtig dazu zu animieren, mit Frieda und Nick doch irgendetwas zusammen anzugucken oder zu spielen. Doch weder meine Kinder noch Nadeshdin haben daran Interesse. Sie gehen sich routiniert aus dem Weg. So wie ihre Väter. Nun schaue ich mir also noch ein Wimmelbuch mit ihr an und blicke dabei immer wieder auf die Uhr, deren Zeiger sich einfach nicht schneller drehen wollen. Nach dem 8. Buch frage ich alle, ob sie nicht Fernsehen wollen. Die Notlösung. Hier herrscht nun Eintracht. Zu dritt nimmt man zielgerichtet auf dem Sofa Platz. Ich mache The Walking Dead an. Kleiner Scherz, ich entscheide mich für die Kinder aus Bullabü. Denn damit kann ich mein schlechtes Gewissen hübsch abfedern. Ich setze mich neben die drei, lege meinen Laptop auf den Schoß und tue das, was ich jedem empfehlen würde, der stark an zu guter Laune leidet. Ich lese mich durch die Facebook-Seiten der Hessen zuerst Partei. Das eine sind die offiziellen Posts, bei denen akribisch darauf geachtet wird, doch nicht zu radikal rüberzukommen. Das andere sind die unzähligen, undemokratischen, menschenfeindlichen und hetzerischen Kommentare der Sympathisanten unter den Posts. Das Resultat eben dieser Politik. Die Hessenpartei postet: Nun ist es offiziell, Vogelsberger Bürgermeister von Flüchtlingen erstochen. Wir haben gewarnt, doch wir sind ja Hetzer. Nun schämen sich die Altparteien und schweigen. Wer ein sicheres Hessen will, muss Hessen zuerst wählen. Man braucht nicht viel Fantasie dazu, um sich vorzustellen, wie die Kommentare dazu ausfallen. Nadeshdin steht vom Sofa auf, geht in Frieda und Nicks Kinderzimmer, kehrt mit einem neuen Buch zurück und drückt es mir in die Hand. Ich sage ihr, dass sie doch gerade einen Film gucken würde. Derweil schaut sie mit einem Auge auf meinen Laptop-Bildschirm, zeigt mit dem Finger drauf und sagt: Papa! Und sie hat recht. Ich hatte ihn auf dem Foto gar nicht erkannt. Rüdi steht bei einer Wahlkampfveranstaltung in Fulda lächelnd hinter den führenden Landespolitikern in zweiter Reihe. Ich klappe meinen Laptop zu und versuche Nadeshdin wieder an den Apparat zu bugsieren. Dass ich mal so tief sinken und ein kleines Kind zum Fernsehen drängen würde, hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Langweilig, sagt sie. Ich besteche sie mit einem kleinen Eis, das ich für alle 3 Kinder aus der Kühltruhe hole und habe danach wieder ein paar Minuten Ruhe. Ich klappe den Laptop wieder auf und lese, dass die Hessen zuerst Partei aktuell landesweit bei 21% steht. Die Geschehnisse rund um den Mord in Brezenhain haben der Partei weitere Prozentpunkte beschert und bei dem jetzigen Stand käme Rüdi tatsächlich mit seinem Listenplatz in den Landtag. Jetzt gehen diese Bauchschmerzen wieder los. Gerade gestern dachte ich, dass ich die Sache von alleine erledigt hätte. Ein paar Tage war ich komplett beschwerdefrei. Sogar Holz hacken konnte ich ohne Schmerzen. Und auch nach den Tritten dieser Deppen in Brezenhain gab es keine Probleme. Ich beschließe, in den nächsten Tagen wirklich endlich zum Arzt zu gehen. Rational hätte ich das schon längst machen müssen, doch wer geht schon rational mit Krankheitsängsten um? Ich laufe in die Küche, lasse die Kinder eine Weile alleine den Astrid Lindgren-Film weitersehen und setze mir einen Tee auf. Ich mag keinen Tee, doch er gibt mir das Gefühl, dass ich etwas Konstruktives gegen die Schmerzen tue. Das Wasser kocht, der Schmerz verschwindet und der Teebeutel wird wieder aus der Tasse geholt und zurück ins neckische Teedöschen verstaut, das Franziska einmal entzückt auf einem Flohmarkt in Antwerpen erstand. Flohmarkt steht bei mir auf einer Stufe mit Baumarkt. Immer wenn ein Wort mit Markt endet, wird es bedrohlich. Supermarkt geht, allerdings nur, wenn man dort zielgerichtet das Überleben der Familie sichert. Supermarktbummeln dagegen ist eine Katastrophe. Einen der schlimmsten Ehekräche mit Franziska hatte ich beim Einkaufen. Franziska liebt es, zu schlendern, selbst durch Supermärkte. Manchmal starrt sie minutenlang auf 35 Liter Müllsäcke und freut sich darüber, dass es diese nun auch mit Geruch gibt. Das macht mich wahnsinnig.
Wenn ich einkaufe, stürme ich im Vollspeed mit einem Gesicht wie Rain Man durch die Gänge und schmettere die Lebensmittel in immer gleicher Reihenfolge in den Wagen. Wenn Franziska unvorhergesehene Dinge wie Ahornsirup auf den Zettel schreibt, bringt mich das total aus dem Konzept. Und wenn ein übermotivierter Filialleiter dann auch noch auf die Idee kommt, seinen Supermarkt neu zu sortieren, fällt es mir schwer, die Fassung zu bewahren. Ich brauche Wochen, um so einen Schock zu verkraften. Manche sagen, ich hätte in dieser Hinsicht etwas Zwanghaftes an mir, und ich gebe ihnen recht. Großeinkäufe lehne ich übrigens auch ab. Ich hasse Großeinkäufe und erst recht am Samstag. Ich gehe lieber viermal in der Woche einkaufen und vergesse dabei dreimal den Ahornsirup. Franziska liebt Flohmärkte. Ich liebe Franziska und gehe trotzdem nicht mit. Nur in ganz wenigen Ausnahmen, zum Beispiel in Antwerpen. Da waren Freunde mit dabei. Da macht man das halt mal mit. Schließlich sei der Flohmarkt in Antwerpen was ganz Besonderes. Aha. Da gäbe es Vögel. Aha. Doch macht es das besser? Nein. Allein schon das Gehtempo, das man bei gemeinsamem Flohmarktbummeln an den Tag legt, lässt mich innerlich implodieren. Ich erleide Erschöpfungsattacken und Rückenschmerzen, thematisiere diese allerdings nicht, sondern gucke nur leidgeprüft. In Antwerpen stellte ich mir selbst die Aufgabe, irgendetwas an den Ständen zu entdecken, was mich interessiert. Ich fand nichts, fühlte mich bestätigt und damit besser. Franziska dagegen interessiert auf dem Flohmarkt alles. Und sie liebt es, mit den urigen Typen hinter den Ständen launig ins Gespräch zu kommen. Sie findet diese Leute dann stets so nett, dass sie es ungehörig empfände, weiterzuziehen, ohne etwas zu kaufen. Und darum steht neben haufenweise anderem nichtsnutzigem Zeug dieses Teedöschen im Schrank. »Papa«, tönt es aus dem Wohnzimmer. Das war keine der Zwillinge, das war Nadeshdin. Vermutlich möchte sie wieder das Foto ihres Vaters auf meinem Laptop sehen. Ich erwarte, dass sie jeden Moment in die Küche getapst kommt. »Papa«, ruft sie nun noch lauter, mit freudigem Tonfall. Dann höre ich ein Klopfgeräusch aus dem Wohnzimmer, als klopfe jemand gegen die, ach du liebe Güte, mir schwant Übelstes. Zügig renne ich ins Wohnzimmer. Nadeshdin steht vor der Terrassentür und ruft immer wieder begeistert, »Papa«. Und der Populistenpapa, der nicht wie alle anderen und wie es sich gehört an der Haustür klingelt, steht klopfend und winkend auf der anderen Seite der Glastür. Dabei hatte ich Gisa erwartet und erhofft. Ich öffne Rüdi die Tür und stelle gleichzeitig fest, dass eines der Kinder auf der Fernbedienung herumgedrückt haben muss, denn im Fernsehen läuft kein Kätzchen mehr minutenlang in Seelenruhe über eine Wiese, sondern eine überdick tätowierte, bildungsferne Frau beschimpft ein muskelbepacktes Testosteron-Ungeheuer mit Ausdrücken, die selbst aus RTL-Sicht nicht für Dreijährige gedacht sein können. Seit unserem Streit neulich am späten Abend hier an selbem Ort und selber Stelle habe ich Rüdi nicht mehr wiedergesehen und dann das jetzt. Hektisch schalte ich unter Protest meiner Kinder mit der Fernbedienung den Fernseher aus. Henning, tut mir leid, aber das macht mich doch jetzt wirklich sprachlos. Rüdi hat alle Trümpfe in der Hand und er scheint es zu genießen. Du lässt wirklich unsere Kids ohne Aufsicht Privatfernsehen gucken? Also wenn ich das Gisa erzähle, dreht die durch. Wo ist denn Franziska? Ich dachte, Franzi sei da. Tja, und ich dachte, Gisa käme Nadeshdin abholen. Du kannst es mir glauben oder nicht, sage ich in fast schon resigniertem Tonfall, aber die Kinder haben Astrid Lindgren gesehen. Ich war nur kurz in der Küche. Ja, ist klar, unterbricht er mich. Du, ich bin da jetzt echt mal sehr enttäuscht von dir. Du bist doch Hausmann, du hast doch Zeit und dann parkst du die Kids vor der Glotze. Ich jedenfalls nutze jede freie Minute und davon habe ich wahrlich nicht viele und lese meiner Kleinen was vor, gell, Nadeshdin? Ja, vorlesen, jubelt sie und sucht nach dem Buch, das ich ihr vor einer Viertelstunde vorgelesen habe. Doch es hat keinen Sinn, ihm das zu erzählen. Es geht ihm ja nicht um die Wahrheit, es geht ihm um sein Machtgefühl, eben genauso wie bei seiner Politkarriere. Frieda und Nick haben sich inzwischen mit dem erloschenen Fernsehbild arrangieren können und gucken sich nun gemeinsam mit Nadeshdin eines der Wimmelbücher an. Rüdi und ich stehen uns gegenüber und schweigen. Mensch, Henninger, schlägt er mir plötzlich jovial gegen die Schulter. Lass uns doch mal dieses alberne Kriegsbeil begraben, oder? Wir sind doch erwachsene Leute. Mir fällt dazu auch nichts Schlaues ein. Nun zieht er wieder diese schmierige Schleimschau ab und immer und irgendwie schafft er es, dass ich mich in der Defensive fühle.
Das macht mich rasend, doch es fallen mir nie die richtigen Worte ein. Dann reiße ich plötzlich mein Hemd hoch und zeige ihm meine blauen Flecken am Oberkörper. Ist das deine Art, Kriegsbeile zu begraben? Fauche ich ihn an. Rüdi blickt mich fragend an. Komm, jetzt tu nicht so, lege ich nach. Du weißt ganz genau, woher die kommen. Henning, entschuldige, aber Giese hat recht. Du wirst echt immer seltsamer. Das war dein Schlägertrupp, du Blödmann. Henning, bitte, versucht mich Rüdi mit beschwichtigender Geste zu mäßigen. Denk an die Kinder. Blödmann, Blödmann, singt Frieda. Nun tische ich ihm im Flüsterton, den die Kinder am anderen Ende des Wohnzimmers nicht verstehen können, detailliert auf, wie eben diese Männer, die noch vor ein paar Tagen auf unserem Hof hier standen, mir diese Hämatome zugefügt haben. Also sollte das wirklich stimmen, Henning, dann glaubst du doch bitte nicht im Ernst, dass ich damit irgendetwas zu tun habe. Also bitte! Wie konnte das denn dazu kommen? Hast du sie provoziert? Nein, rufe ich und wieder etwas lauter. Die haben, so wie du mich auch in letzter Zeit ständig provozierst? Ich atme tief durch. Dieses Gespräch dauert schon viel zu lange. Ich möchte, dass er geht und werde ihm genau das jetzt auch sagen. Blöd, Mann, ruft wieder Frieda, wenn sie nur wüsste, wie recht sie hat. Ich dachte immer, du bist Demokrat, setzt Rüdi neu an. Oder gilt für dich Demokratie nur, solange es nach deiner Nase läuft? Berauscht von seinem eigenen Argument wartet er auf meine Replik. Das ist doch Blödsinn. Ich Blödmann, ruft nun auch Nick, seiner Zwillingsschwester, begeistert nacheifernd. Nein, ist es nicht, fällt mir Rüdi ins Wort. Wir haben über 20% in Hessen, laut den Umfragen. Können die alle irren? Sind das alles Idioten? Ja, rutscht es mir raus. Nein, korrigiere ich schnell. Aber wie habt ihr denn bitte diese Zustimmung erreicht? Mit Lügen, mit Hetze, mit Angstmacherei, mit albernen Versprechungen. Hitler wurde übrigens auch gewählt. Nun gibt sich Rüdi entrüstet. Das kann er auch gut. Jetzt mach mal halblang, Henning. Hast du mich nicht der Lüge bezichtigt, als ich sagte, dass Bürgermeister Groß von Flüchtlingen ermordet wurde? Und was ist nun? Hatte ich nicht recht? Er fährt nun fast aus der Haut. Sein Hals wird immer röter, seine Stimme immer lauter. Wir sind die einzige Partei, die genau vor diesen Zuständen gewarnt hat, die den Finger in die Wunde gelegt hat. Ein Bürgermeister äußert sich kritisch über die Aufnahme von gefährlichen Flüchtlingen und zur Strafe wird er erstochen. Ist das die Demokratie, in der du leben willst? Alle drei Kinder blicken nun mit großen Augen auf Rüdi. Es wird wirklich Zeit, die Sache hier zu beenden. Das tun wir auch. Rüdi packt seine Tochter, verabschiedet sich von Frieda und Nick und verlässt durch die Terrassentür das Wohnzimmer. Blödmann, murmle ich leise vor mich hin. Blödmann, antworten im Duett meine Kinder. Ich schalte den Fernseher wieder ein und wir schauen die Kinder von Bullerbü zu Ende. Da ist die Welt wenigstens noch in Ordnung.